Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück hier im Krieg zwischen Burgund und Frankreich, dem großen Krieg unserer Königin Philomena. Und wir schauen hier gemeinsam auf den Mann, der vielleicht noch einen Unterschied machen kann. Das ist der neue Verbündete von König Thomas. Das ist König Zizek von Sardinien. Mit ihm hat unser Gegner zuletzt ein Bündnis geschmiedet und er kann noch einmal 30.000 Mann ins Feld führen. Das ist sicherlich alles andere als zu vernachlässigen. Er marschiert aktuell von Osten in Richtung Burgund. Mal schauen, was genau sein Plan sein wird. Ich vermute mal, dass er im Osten anfangen wird, einige Ländereien zu belagern. Dann können wir hoffen, dass wir mit unseren Belagerungen schneller sind in Frankreich, im Kriegsziel. Sodass wir dann, der Kriegsstand ist aktuell bereits bei 90%, dass wir diesen Krieg beenden können, vielleicht bevor er einen Einfluss haben kann mit seinen Armeen. Ja, ansonsten müssen wir schauen, ob wir tatsächlich nochmal nach Osten marschieren müssen. Dürfte dann schwierig werden, im Grunde die West- und die Ostfront gleichzeitig irgendwie zu bespielen. Außerdem hängt noch so ein bisschen das Damoklesschwert einer möglichen Fraktion auch über dem Königreich. Und viele Armeen sind aktuell in Europa auch in Bewegung, die sich gern Jerusalem auf den Weg machen. Papst Stephanus hat zu einem neuen Kreuzzug gerufen, an den sich aber sicherlich unsere Kriegsgegner hier auch nicht beteiligen können. Also schauen wir mal, welchen Einfluss Zizek noch haben kann. Bevor wir uns aber wieder dem Krieg zuwenden, sollten wir uns einmal um unsere Gefangenen kümmern. Ich habe schon mal geschaut, keiner der Gefangenen hat irgendwie einen Einfluss auf den Kriegsstand. Und am interessantesten ist natürlich dieser Mann, Herr Herzog Henrique von Bourbon. Er ist der entsprechende Herzog von Bourbon. Er gilt als ein rechtschaffener Schurke, auch eine interessante Beschreibung. Und er würde uns 100 Gold einbringen. Und ich würde sagen, das kann doch in Kriegszeiten nicht schaden. Wir werden mal hier das Lösegeld fordern und ihn dann für 100 Gold freigeben. Dann haben wir hier noch einen Mann, einen durchaus gebildeten Mann, Argonisch. Ja, irgendwo unbedeutend, also für den Krieg ist er offensichtlich nicht zu gebrauchen. Wir werden ihn für ein Druckmittel gehen lassen, Ystasch. Auch er mehr ein Denker als ein Kämpfer. Er hätte etwas Gold, trotzdem kann er nicht freigekauft werden. Dann, naja, wobei, das sind alles Leute, die natürlich auch irgendwie wieder an die Front zurückkehren können. Dieser junge Mann hier vielleicht nicht. Den lassen wir dann mal so gehen. Und erst 15 wäre aber auch zukünftig ein potenzieller Kampfgegner, die behalten wir erst einmal noch so lange bei uns. Dann sollten wir noch einen Blick auf unsere Hofämter werfen, denn wir haben zuletzt Leibwächter und persönliche Streiter verloren. Und naja, gerade in dieser Situation auch mit einigen Rivalen um uns herum, nicht zuletzt König Thomas selbst, der auch ein Rivale von uns ist, sollten wir da sicherlich noch mal ein paar Anstellungen machen. Schauen wir mal, wer sich dort eignet. Frederik, einer unserer ausgezeichneten Ritter, die Meinung voneinander sind durchaus in Ordnung. Ihn werden wir als Leibwächter anstellen und ich wünschte, es würde nicht immer hochspringen, sondern einfach da bleiben, wo wir sind. Denn wir schauen mal an zweiter Stelle. Elek wäre noch ein Mann, der durchaus geeignet wäre, von dem wir tatsächlich auch die beste Meinung haben. Wählen wir ihn aus. Er ist eigentlich Diplomat und Verwalter, aber auch ein aufstrebender Schwertmeister. Ihn werden wir noch mit einsetzen und einen persönlichen Streiter, glaube ich, brauchen wir erst einmal nicht. Okay, damit sind wir aber auch nur noch knapp im Plus, interessanterweise. Eigentlich sah das auch schon mal deutlich besser aus, kann aber auch daran liegen, dass wir natürlich auch Männer verloren haben und jetzt auch die Anwerbung relativ viel Geld kostet. Gut, eine Sache, die ich euch noch zeigen wollte, wenn wir mal an den Hof von König Thomas schauen, da gibt es eine Person, die hier offensichtlich in Gefangenschaft geraten ist. Das ist nämlich die Herzogin Aldonza, unsere Verbündete. Ich vermute mal, dass er sie irgendwie wird gefangen genommen haben, als er irgendwo hier unten gekämpft hat. Wir haben am Anfang ja hier im Süden Frankreichs einige Niederlagen hinnehmen müssen und er war dann
auch nach Andalusien eingedrungen, hat hier einige Schlachten auch geführt. Offensichtlich war sie bei ihrer Armee, sie ist verwundet, entstellt, vernarbt. Ihre Gesundheit ist noch in Ordnung. Flagellantin ist sie auch, das hilft an der Stelle auch nicht. Wir können sie aber auch aktuell nicht freikaufen, weil er das nicht akzeptieren würde. Also da können wir für sie im Moment nichts weiter tun, können nur hoffen, dass ihrem Kerker nichts Schlimmes widerfährt. So, wir müssen einmal hier die Armee des Gegners mit im Blick behalten, die hier aber im Gebiet sich befindet, wo immer noch die Blattern, nein, die normannischen Pocken, was aber eine Blatternkrankheit ist, wüten und offensichtlich macht denen irgendwie das zu schaffen. Natürlich für uns auch so eine Sache. Wir werden es vermutlich nicht bis nach Paris schaffen. Sieht es denn in Paris selbst aus? Na, das ist verschont. Vielleicht, wenn wir hier so nördlich ziehen, beziehungsweise es könnte sein, dass die Krankheit auch sich ein wenig zurückzieht. Ich glaube, das sah schon mal schlimmer aus. Nun gut. Wir schauen mal. Unser Hofarzt, bei uns ist ja momentan nichts, ne? Wir könnten ihn eigentlich mal wieder mit gewöhnlichen Pflichten beauftragen. Das spart uns auch noch minimal Gold. So, dann hier die besagte Armee aus Sardinien, die aber jetzt wieder nach Nordosten hier irgendwie durch die Alpen zieht. Die müssen wir mit im Blick behalten. So, und hier wird bestimmten Bedingungen zugestimmt. Ja, und die französischen Armeen stehen jetzt hier und können nicht viel machen. Sie sehen offensichtlich ein, dass sie nicht viele Möglichkeiten haben im Moment. Okay, und solange er jetzt hier nur marschiert und ansonsten nichts tut, jetzt haben wir eine weitere Belagerung erfüllt und Leute, es ist soweit. Wir haben 100% erreicht. Unsere Königin Philomena kann jetzt dem in der Vergangenheit immer übermächtig erscheinenden König Thomas ihre Bedingungen diktieren. Und ihre Bedingungen lauten, dass er das Königreich Frankreich und das Königreich das Königreich der Bretagne an sie abtreten muss. Unsere ehrgeizige Königin, die sich auch von ihrem gebrechlichen Körper, stur wie sie ist, in ihren ehrgeizigen Zielen nicht hat behindern lassen, steigt jetzt auf, so kann man es glaube ich wirklich bezeichnen, und wird vierfache Königin werden. Können wir gleichzeitig von ihm noch eine Geisel fordern? Gibt es hier irgendwelche? Nee, offensichtlich nicht. Er hat wahrscheinlich keine Kinder mehr, die minderjährig sind. Nee, das ist der Grund. Ja, Leute, dann ist es soweit. Wir werden auch nicht lange darauf warten. Und hier steht es auch. Das Königreich Frankreich, 50 Legitimität, 450 Ruhm. Einiges an Prestige und wir gewinnen unendlich viele Vasallen dazu. Wir werden jetzt unsere Forderungen erzwingen. 3 Jahre hat dieser Krieg gedauert. An meine Lehnsherren, so schreibt er jetzt, mögen euch Weisheit stets fremd bleiben, ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Um diesem Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen nachgeben. Sprach Prinz Thomas, der Herzog von Valois. So sieht es aus. Er hasst uns natürlich, er ist unser Rivale. Ja, das dürfte interessant werden. Aber so sei es auf jeden Fall erst einmal. Und damit sehen wir, welches Ausmaß Burgund jetzt hier angenommen hat, im positiven Sinne. Und wir haben 54 Anspannung verloren, weil wir rachsüchtig sind. Die Rache ist ihres, die Rache ist unser. Damit haben wir unseren Vater vor allem gerecht und geehrt, der schon von Thomas angegriffen worden ist. Ich glaube, wir haben sogar noch einen Anspruch auf das Königreich Pommern. Aber das wird aktuell noch von unserer Freundin regiert. Die aber völlig verschuldet ist. Ja, deswegen hatten wir sie, glaube ich, auch damals nie in den Krieg geholt. Schaut euch an, wie sie im Glanze erstrahlt. Königin Philomena. Sehr schön. Gut, wir können unsere Armeen auflösen. Das werden wir hiermit tun. Und dann gibt es natürlich jede Menge
Aufgaben zu erledigen. 41 neue Hofartefakte. Weil wir jetzt... Schauen wir uns das erstmal an. Was sind denn das für Artefakte, sagt man? Ja, die müssen wir jetzt uns offensichtlich irgendwie angeeignet haben. Ein Schuhschrank. Frömmigkeit, Bekanntheit. Ja gut, wir haben gelernt, berühmt ist besser als meisterlich. Ja, warum nicht Oha, das ist aber ein geräumiger Schuhschrank. Es gibt sogar auch einen Thron. Stabil. Stabiler Qualität. Naja, mit ihrem schlanken Körper, mit ihrem zierlichen Körper braucht sie das nicht. Wie sieht denn dieser Thron aus? Naja, warum nicht? Auch ein anderer Thron und noch ein Möbelstück. Da scheint sich unsere Königin Philomena von nicht vielen anderen Frauen zu unterscheiden. Die machen hier tatsächlich keinen Unterschied. Dann nehmen wir den, der längere Haltbarkeit hat. Ja, und ganz offensichtlich noch diverse andere, aber das ist jetzt natürlich nicht der, oh mein Gott, okay, nicht der große Fokus. Das werde ich mir, glaube ich, zwischen zwei Folgen mal in Ruhe anschauen und euch dann dazu sozusagen abholen. Wir können jetzt unseren Hauptsitz isolieren und in die Abschiedenheit gehen. Nein, das brauchen wir aber erst einmal nicht. Und schaut mal, wie schön Leiden jetzt auch mittendrin liegt. Eine Sache, die eigentlich viel, viel interessanter ist, und eine Frage, die sich jetzt natürlich stellt, was wäre ein nächster Schritt von Königin Philomena, ist natürlich das Thema Großreiche. Und natürlich, warum nicht? Selbstverständlich ist das eines ihrer Ziele. Und sie hat sogar die Möglichkeit. 91 die Jure-Grafschaften bräuchten wir. Wir halten 113. Der Titel kann geschaffen werden. Es gibt, kostet 600 Gold, das ist überhaupt kein Problem. Schaut mal die monatlichen Einnahmen, die sind auch noch nicht einmal optimiert. Und es gibt auch noch mal 75 Legitimität. Und das war ihr großes Ziel, ihr ehrgeiziges Ziel, Frankreich sich sozusagen einzuverleiben. Da gibt es ja auch noch das Königreich von Aquitanien, das ja auch noch geschaffen werden könnte. Sie könnte im Grunde in diesem Zuge auch noch ein weiteres Königreich schaffen. Da müssen wir dann aber uns überhaupt mal die Nachfolge anschauen. Es geht erst einmal um das Kaiserreich von Franzien und dieser Titel wird jetzt geschaffen werden. Ihr seid jetzt eine mächtige Kaiserin. Da sehen wir sie, Kaiserin Philomena von Franzien. Kaiserin und vierfache Königin, der Wahnsinn. In Frankreich gibt es ein besonderes Gesetz. Nur Männer, interessanterweise. Das heißt, König von Frankreich wird dann automatisch Milo. Auf der anderen Seite entspricht das natürlich nicht unserer Kultur, aber das sind viele Details, die wir uns anschauen müssen. Wir werden jetzt erst einmal einen Moment die Zeit weiterlaufen lassen und wir werden hier in diesen Krieg gerufen. Ernsthaft? In den Bauernaufstand? Gut, wir werden das der Form halber annehmen. Kehren mal auf die Karte zurück und sehen jetzt hier das Kaiserreich von Franzien, was sich auch ja, bis ins Heilige Römische Reich erstreckt. Teile davon zumindest. Eine ganz besondere Person auf jeden Fall mittlerweile. Hier hätte ich jetzt gedacht, Legitimität, dass das weiter steigt. Da haben wir doch so viele Punkte bekommen. Ja, aber das steigt auch nicht so sonderlich schnell. Nun gut. Okay, also isolieren und dergleichen, das wollten wir erst einmal nicht. Wir schauen mal hier. Unser Fürstbischof. Was hat er denn gegen uns? Ja, wir sind auch hier unter der Legitimitätserwartung. Er ist enttäuscht. Naja, das wird sich demnächst wieder einspielen. Wenn die Gräfin Constanze den Titel Republik von Benevento erbt,
Uiuiui, und das wäre durchaus möglich, dann verlieren wir hier etwas. Ah, gut, das müssen wir uns nochmal in Ruhe anschauen. Thema Auszeichnung ist jetzt erstmal nicht ganz so relevant. Wir können den Titel Republik der Gascogne übernehmen. Ach, das ist hier diese Verrückte. Ja, dann sollten wir das vielleicht auch nehmen. Dann verlieren wir hier nichts. 250 Gold. Machen wir erstmal. Jetzt ist es nämlich wieder ein Herzogtum, was wir dann selber halten. Allerdings halten wir damit zu viele Herzogtümer. Ja, es gibt jetzt erstmal jede Menge zu tun. Ja, hier die Auszeichnung, da fehlen Nachfolger. Das kann wieder eingesetzt werden. Das werden wir dann doch tun. Was hat diese Dame getan? Vermutlich ist es ihre Unzucht. Sind wir mal jetzt als neue Kaiserin, zeigen wir uns mal zunächst gnädig. Und wir können noch diverse Zahlungen verlangen etc. Auch das ist aber erst einmal für den Moment vielleicht nicht so relevant. Gut, schauen wir auf die Herzogtümer. Genau, mit der Gascogne, das ist natürlich jetzt sind dann auch zu viel gehaltene Herzogtümer. Männliches Vorrecht, Großteilung. Titel, Nachfolgegesetze löschen. Gut, das sind auch Dinge, die wir uns dann nochmal in Ruhe anschauen müssen. Aber es wäre natürlich eigentlich schon gut, diesen Titel hier auch zu vergeben. Auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, uns erst einmal um Frankreich kümmern, um zu schauen, Gesetz hinzufügen. Ja, okay, wir können hier irgendwelche uns aber völlig fremden Gesetze hinzufügen. Wir wollen das erstmal abschaffen. Genau, das Nachfolgerecht unseres Reiches. Das kostet uns 250 Prestige. Ist kein Problem und damit erbt hier auch Gräfin Eva das Königreich Frankreich. Das ist vielleicht jetzt für den Moment nochmal mit am interessantesten, dass wir mal nach der Nachfolge schauen. Also Eva wird Kaiserin von Franzien, Königin von Burgund und Königin von Frankreich werden. Dann gibt es Rosela, sie wird Königin von Lothringen, das hat sich auch geändert. Es gibt Lucia, die Königin der Bretagne wird. Und es gibt Milo, der Herzog von Luxemburg wird und Herzog der Gascogne, was wiederum auch aktuell noch ein eigenes Gesetz hat. Auch das werden wir entfernen und werden sehen, dass sich dann hier noch ein bisschen was geändert hat. Okay, das würde ein ziemliches Durcheinander ehrlicherweise ergeben aktuell. Auf der anderen Seite, er würde dieses Herzogtum ohnehin erben. Ja, da gibt es dann einige de jure Verschiebungen ehrlicherweise. Also wenn er Herzog von Luxemburg und der Gascogne ist, ist die Frage, wessen Vasall ist er dann? Ist er Vasall im Königreich Frankreich oder ist er Vasall dann im Königreich Lothringen? Auf der anderen Seite, wenn er es ohnehin erbt, ist es ja eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, das auch auf diese Art und Weise in der Familie zu behalten und ihm jetzt entsprechend den Titel auch zu geben. Wenn wir ihn auf die Schnelle finden. Gut, das sind aber viele, denen wir das hier geben könnten. Milo, da ist er schon. Wir haben ihn aber gefunden. Ja, wir halten da auch jetzt nur das Herzogtum, keine weiteren Besitztümer, sondern es ist tatsächlich
nur das Herzogtum. Wäre dann natürlich auch eine Möglichkeit, um das hier so ein bisschen verwaltungstechnisch sauber zu halten, den Titel eher zu vernichten. Weil es wirklich jetzt ein Titel ist ohne Grafschaften, die das Ganze sozusagen legitimieren. Ich denke, das ist vielleicht sogar die bessere Wahl. Oh, reduziert dann aber wieder unsere Legitimität. Werden wir aber machen. So, damit haben wir jetzt die Info, dass wir den Titel schaffen können. Jetzt ist allerdings natürlich nochmal die Frage, wenn wir auf die Nachfolge schauen. Wenn wir jetzt noch, wir haben bisher unsere Tochter, die zwei Königstitel erbt. Dann haben wir Rosela, Lucia und Milo, Rosela und Lucia, die jeweils ein Königstitel erben. Und wir hätten Milo, der aktuell noch ohne Königstitel rausgehen würde. Wenn wir jetzt einen weiteren Königstitel, und wir haben ja noch die Möglichkeit, nämlich das Königreich von Aquitanien zu erschaffen, dann dürfte jedes unserer verbleibenden Kinder einen Königstitel erben. Und das kann doch ein gutes Ziel sein. Das Königreich von Aquitanien, das gibt uns dann auch wieder Legitimität. Also gleicht dann eben aus, was wir da zuletzt eben verloren haben. Wir werden diesen Titel schaffen. Interessanterweise ist es aber Rosela, die das erbt. Hat sich da jetzt nochmal einiges wieder verschoben? Also hier bleibt es bei Frankreich und Burgund. Nee, okay, es hat sich nur so verschoben, dass Milo jetzt Lothringen erbt. Lucia bleibt quasi in der Bretagne und Rosela erbt dann Aquitanien, aber wir haben auf jeden Fall das Ergebnis, dass jedes Kind ein Königreich erbt, alle sozusagen unter der Führung ihrer ältesten Schwester Eva. Wir können hier auch noch kein anderes Gesetz schaffen, ohnehin sehen wir, dass diverse dagegen sind. So, wer ist jetzt hier? Sie ist unsere designierte Regentin, gilt als egoistisch. Wo ist denn unsere Tochter? Wahrscheinlich können wir sie nicht benennen, die gute Eva, weil sie nicht unsere Vasallin ist. Aber können wir nicht eine andere unserer... Ach, Herzog Alonso. Gilt als selbstlos. Lach mich tot. Der hat hier seine... Als selbstlos und treu gilt er mit seiner Fraktion, oder was? Er ist schlecht geeignet. Wäre aber der Gemahl von Lucia. Aber unsere Kinder selber können wir ganz offensichtlich nicht benennen. Auch Rosela nicht, vielleicht weil sie eine Jüngere ist und sie hat ja selbst einen Titel. Möglicherweise geht es deshalb nicht. Nee, sie stehen uns hier ganz offensichtlich nicht zur Auswahl. Ja, ich meine, er wäre gut geeignet, aber wir können das doch nicht machen, wenn er weiterhin seine Fraktion hat. Also, ich bitte euch. Und wir können in 6... Ja, okay, das stimmt jetzt nicht. Das muss ich gleich nochmal zurecht rechnen. Wobei, er hat einigen Zulauf bekommen. das könnte doch stimmen. Oh Gott, okay. Werden wir mal sehen. Was ist mit unserem Leibwächter und ausgezeichneten Ritter? Der ist aber ein bisschen weit weg, ehrlicherweise. Wir werden jetzt mal Mikkel bestimmen. Als unseren designierten Regenten. So, dann sind wir aktuell noch dabei, diesen Mann hier zu beeinflussen, Herzog Philipp. Ist die Frage, ist er noch der relevanteste Mann? Herzog
Ricard, der Verständnisvolle, ist offensichtlich. Okay, jetzt haben wir sogar noch einen Malus hinzugefügt. Minus 40, weil wir einen schlechten Regenten ernannt haben. Einen potenziellen. Er ist aber hier scheinbar einer der wichtigsten. Ihn werden wir mal dann an der Stelle beeinflussen. Und vielleicht, das ist nochmal eine Möglichkeit, aber wie gesagt, zwischen den Folgen vielleicht, dass wir, ich meine, wir haben jetzt unglaublich viele Artefakte. Wie gesagt, das muss ich mir mal in Ruhe anschauen, dass wir vielleicht hier einige Artefakte auch verschenken können. Also wir müssen uns natürlich jetzt hier als Königin von Frankreich und Kaiserin von Franzien auch erst einmal einen Namen machen und ja, jetzt erstmal auch viele, viele neue Vasallen irgendwo für uns gewinnen. Ist auch die Frage, ob wir vielleicht unseren Rat komplett neu bestimmen müssen. Es gibt hier einige, die jetzt sicherlich nicht mehr so gut geeignet sind und wie zum Beispiel Herzog Ricard, der auch deutlich, ja, besser ist er nicht, aber er ist jetzt eben ein mächtiger des Reiches, ob wir nicht eben in unserer neuen Rolle jetzt auch hier unseren Rat zum Beispiel komplett neu besetzen müssten. Gut, aber das sind alles Dinge, die wir uns dann jetzt nochmal in der nächsten Folge anschauen werden. Und dann geht es weiter mit unserer Kaiserin Philomena. Zierlich, klein aber oho, kann ich nur dazu sagen. Und es ist mal wieder so, es hat eine Frau gebraucht, damit hier das Haus de la Côte Großes, wirklich Großes erreichen kann. Philomena hat, ich denke, das kann man mit Fug und Recht behaupten, alle Männer vor ihr mit dem, was sie erreicht hat, in den Schatten gestellt. Ich bin sehr gespannt, wie es mit ihr als Kaiserin weitergeht. Freue mich darauf und freue mich, wenn ihr dann auch wieder und weiter mit dabei seid. Also bis dahin, macht es gut, euer Henri.